Jana. Ich bin von Fischer Appelt. Ich bin bei Fischer Appelt Concept Creative mit Fokus auf Social und Digital. Wie sicher fühlt ihr euch denn im Umgang mit Social Media für euer Startup? Okay. Hier und da noch Potenzial, wie ich sehe. Mein erster Tipp für die Social-Media-Nutzung für euer Startup ist, eine starke Social-Media-Strategie auszuarbeiten. Ich weiß, das nervt und es ist auch viel Arbeit, aber es lohnt sich total, am Anfang sich wirklich mal hinzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen. Eine Frage, die ihr auf jeden Fall beantworten solltet, ist, was möchtet ihr mit eurem Social-Media-Auftritt eigentlich erreichen? Was sind eure konkreten Ziele? Ich würde gerne mal so in die Gruppe fragen, wie wichtig findet ihr, dass dein Unternehmen auch einen großen Instagram-Account hat? Weil ich habe da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, ob wir mal das mit diesen Instagram-Ads auch ausprobieren wollen, um halt praktisch schneller zu wachsen. Aber wie schätzt ihr das ein? Wie wichtig findet ihr das? Also ich würde ehrlich gesagt vom Ziel ausgehen, weil wenn ihr jetzt noch kein Produkt habt oder irgendwas, was dann, also was ist das Ziel? Weil wenn du noch nichts verkaufen kannst, warum willst du dann Geld reinstecken? Ja, aber es ist ja eigentlich auch geil, schon eine Crowd zu haben, die einem folgt und die auf das Produkt wartet. Wenn man dann sagt so, hey, die Firma, die macht jetzt das erste Mal Klopapier aus Ananas. Das ist a proof of concept. Du hast damit einen Beweis, dass dein Produkt gefragt wird, dass dein Produkt Interesse erweckt. Ja, genau, beim Kunden dann und auch vor InvestorInnen, ne? Genau, genau. Einmal im Monat Plan und Zielgruppe, also die zwei Sachen so. Was dein Ziel ist, kannst du ja monatlich, also vielleicht ein bisschen langfristiger noch festlegen und dann überlegen, ist die Zielgruppe dann da? Also wenn ihr jetzt sagt, die Aufklärung, da ist ja auf jeden Fall die Zielgruppe da. Ihr habt doch die Zielgruppe, die es kaufen würde, wohingegen ich gerade sagen muss, für uns lohnt sich zum Beispiel Instagram jetzt noch nicht, weil unsere Kunden da halt nicht sind. Ja. Die sind halt eher auf LinkedIn. Ja. Wenn wir an dem Punkt sind, wo wir ein Produkt haben und dann auch die Endkonsumentinnen begeistern wollen und das Thema spielen wollen, dann macht Instagram für uns jetzt mehr Sinn. Aber jetzt ja, zurück zu deiner Frage, wie wichtig finden wir das? Ich finde es halt immer, kommt drauf an. Also mein Co-Founder hat mal einen relativ, finde ich, schlauen Satz gesagt. Marketing ist, ja, verstärkt halt, dass mehr Leute in einen Vertriebskanal fallen, dann brauchst du einen bestehenden Vertriebskanal. Mhm. Wenn du den halt noch nicht hast, finde ich es immer schwierig, da viel reinzustecken. Tipp Nummer 2, regelmäßige Content-Veröffentlichung is a thing. Warum ist das so? Ich hoffe, ich darf das B-Wort sagen. Algorithm is a bitch. So, das muss man einfach mal sagen. Der verzeiht euch nicht, wenn ihr 3 Monate lang mal nichts macht, dann kommt ihr zurück und dann werdet ihr nur 3 Likes auf euren Instagram-Post wahrscheinlich bekommen. Außerdem ist auch das Thema Engagement total wichtig. Also die meisten Plattformen werten sozusagen das Engagement unter euren Posts sozusagen dafür, wie die ausgespielt und gewertet werden. Wenn auf euren Inhalten lange kein Engagement mehr kommt, dann werden auch eure Posts nicht gut ausgespielt. Plant euren Content sowie die Veröffentlichung vor. Also gerade wenn ihr regelmäßig postet, hilft das total, dass man sich vielleicht mal einmal im Monat hinsetzt und sich einen groben Plan für den Monat macht. Was sind irgendwie Themen, die anstehen? Worüber kann ich irgendwie sprechen? Vielleicht habt ihr auch sogar Formate, die ihr sozusagen regelmäßig bedient. Weiß ich nicht. Teilt ihr irgendwie immer mal ein inspirierendes Zitat? Oder beantwortet ihr jeden Freitag Fragen aus der Community? Sowas hilft eben auch total, um so eine Regelmäßigkeit garantieren zu können. Und mein Feeling ist halt, wenn man immer nur sozusagen from day to day postet, dann klappt es irgendwann einfach nicht mehr. Lasst irgendwie die Kamera ab und an mal mitlaufen, macht ein paar Fotos, weil gerade dadurch, dass ja auf den Plattformen Videocontent eigentlich gerade das Allerwichtigste ist, und ihr seht das bestimmt auch, dass viele Leute machen so kleine Follow-me-arounds. Das sind irgendwelche Reels, die gehen 15 Sekunden, bestehen aus literally 1-Sekunde Videos, wo die Person irgendwie nur ihren Tag filmt. Das ist kein großes Ding, aber hilft einfach total, eben regelmäßig Content veröffentlichen zu können. Bei mir gab es so eine Phase, wo ich öfter auch mein Gesicht gezeigt habe und so. Und da war die Interaktion bei Auf Augenhöhe nochmal ganz, ganz anders, auch viel intensiver und die Leute freuen sich wirklich richtig krass darauf, auch wenn ich mich immer so ulkig und komisch fühle, ja, als halt wäre ich so selbstverliebt und so. Ja, genau. Und zeige, hi, Leute, ab nach Hamburg. So. Aber
Aber manchmal, was ich halt auch merke, ist, bei mir zum Beispiel gerade mache ich das nicht so viel, weil halt andere Sachen so viel, nicht wichtiger, aber essentiell und fundamental sind, wo ich keinen Kopf gerade habe, irgendwie mein Gesicht daher zu sein. Ja. Und dann kommt aber jetzt das, was du sagst, dadurch verliert man halt dieses Algorithmus-System. Mhm. Ja. Das heißt, man muss da irgendwie, glaube ich, als Start oder als Gründer, wenn man damit anfängt, vielleicht nochmal einen Plan B, irgendwie so ein Plan B-Gesicht haben oder dass wir das nicht verlieren. Das ist irgendwie total schade gerade bei uns zum Beispiel. Vielleicht auch das, ne, zur Awareness, wenn man damit anfängt, kann es echt sein, dass du, Michelle, in 2 Monaten auf einmal da rausgerissen werden wirst, obwohl das nicht so geplant ist, weil gerade Investmentgespräche und Termsheets wichtiger sind. Ich wollte noch so auch zum Gesicht was sagen, weil mir da ein Beispiel einfällt von einer Bekannten, die ein Schullabel hat, was super gut läuft und nur auf ihrem Gesicht basiert. Also, weil sie einfach das über Instagram aufgebaut hat und sie hat sozusagen von vornherein als Gründerin und immer den ganzen Werdegang und so gezeigt. Und jeden Tag, den sie nicht ihr Gesicht zeigt, gehen die Verkäufe komplett runter. Ach krass. Was, glaube ich, häufig unterschätzt wird, ist, wie zeitintensiv Social Media sein kann. Anna hat deshalb einige ihrer liebsten Tools zur Unterstützung für die Gründerinnen mitgebracht. Zum Ende lässt sie uns noch ein paar Fragen da. Eine Session voller Inspirationen. Mein Name ist Gabi und ich bin jetzt seit 4 Jahren bei LinkedIn als Brandmanager und als Karriereexpertin tätig. Ich helfe Menschen, wie sie LinkedIn für ihren beruflichen Weg nutzen können. Von 0 bis 10 möchte ich von euch wissen, wie gerne netzwerkt ihr? Eine 9, wir haben eine 8. 7. Relativ durchgemischt. Nochmal zurück auf 0. Zweite Frage. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig denkt ihr, dass Netzwerken für beruflichen Erfolg ist? Danke! Gabi bringt uns heute ihr geballtes Wissen als Netzwerkexpertin mit und es fängt mit dem LinkedIn-Profil an. Euer Profil ist eure Story. Also überlegt euch wirklich, für welche Themen steht ihr und schaut, wie ihr dies auch auf eurem LinkedIn-Profil widerspiegeln könnt und in eure Interaktionen auf LinkedIn mit anderen Mitgliedern einbinden könnt. Ich kann euch viele Tipps und Tricks geben, aber im Endeffekt sollt ihr euer Profil so gestalten, wie ihr euch damit wohlfühlt, wie ihr euch darstellen möchtet und es gibt kein richtig oder falsch. Dazu hilft es, sich erstmal zu überlegen, was sind eigentlich meine Themen? Und das kann sowas sein wie branchenspezifisch, sei es Gesundheitswesen, Technologie, Finanzen habe ich hier genannt, rollenspezifisch. Ich zum Beispiel bin im Marketing, Brandmarketing ist mein Thema. Es kann aber auch sein, speziell, dass ihr das Thema Gründung oder Gründerin dort mit aufnehmt. Aber ich sage so 3 bis 5, wo man sich wirklich mal überlegt, okay, darauf fokussiere ich mich jetzt und darauf baue ich auch meine Personal Brand auf. Nutzt auch diese Themenfokussierung, um mit anderen Personen in die Interaktion zu gehen. Teilt nicht nur eigene Posts, sondern liked und kommentiert auch die Beiträge von anderen, um so in den Austausch mit Gleichgesinnten zu kommen. Ich habe mir vorher alle eure Profile mal angeschaut. keine Angst. ihr habt schon mal ein Profil. Ich habe bei den meisten auch rausgefunden, was sie machen und wofür sie stehen. Eine Sache, die ihr auch noch sehr gut nutzen könnt, ist der Titel. Also bei mir ist es hier Senior Brand Manager und Career Expert. Was ich euch als Tipp da mitgeben möchte, ist, dass ihr darauf achtet, was sind die ersten 2, 3 Wörter. Warum? Wenn ihr eine Kontaktanfrage verschickt, zum Beispiel auf dem Handy, und das der anderen Person angezeigt wird, dann wird das gecroppt und dann stehen da erstmal nur die ersten 2, 3 Wörter von eurem Titel. Möchte ich euch auch ans Herz legen, dass ihr eure Pronomen angibt und damit auch zeigen, dass ihr für Inklusion steht. Ihr könnt nicht nur ein Profilbild haben, sondern auch ein kleines Video. Wer bin ich? Dann welche Erfahrung habe ich? Und was möchte ich erreichen? Zur eigenen Positionierung gibt es seitens der Gründerinnen mehrere Fragen. Seit 2017 haben wir alles aus dem neben dem Studium im ehrenamtlichen Engagement
das Business aufgebaut und das würde ich bei euch auch dazu schreiben, dass ihr das jetzt gerade ehrenamtlich neben dem Studium macht. Okay, ja, das weil das ist schon etwas, wo Leute dann denken, so, warum dauert das jetzt so lange? Ja, mussten wir uns auch anhören, seitdem wir das dazu schreiben, hat nie jemand mehr danach gefragt. Okay, cool. Dann ist es eher so, boah, geil, dass ihr das neben dem Studium geschafft habt. Voll, weil das sieht mir halt aus, und wir haben ein Studium und dann... Ja, das ist ja auch mega geil, aber die Leute müssen das halt wissen und das wissen halt viele damit. Okay, nice, geil. Wenn man jetzt diesen Creator-Modus aktiviert, was würdest du empfehlen, wie oft sollte man dann was posten? Weil natürlich kann man es mal ausprobieren und schauen, ob es was für einen ist, aber ich denke mir dann, wenn ich den aktiviere, dann möchte ich auch ein Creator sein und dementsprechend oft Inhalte auch liefern. Bei Creator-Modus würde ich schon sagen, schaut, dass ihr alle zwei Tage mal was postet. Muss nicht sein, ungefähr so Daumen, aber das ist wirklich dazu da, dass Leute euch folgen zu einem bestimmten Thema und da natürlich auch dann Inhalte dazu sehen. Und ich werde gerade bei Startups oft gefragt, was macht denn mehr Sinn? Unternehmensprofil, mein eigenes Profil. Ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, ein Unternehmensprofil zu haben. Also im Grunde genommen ist es ja eine kostenlose Website, die ihr hier mit dazu bekommt, der Menschen dann auch folgen können. Nichtsdestotrotz, Menschen vernetzen sich gerne mit Menschen. Also ich würde schon auch mal zuerst den Fokus auf euer eigenes Profil legen und auch, dass ihr quasi für euer Startup und für eure Brand steht. Ich bin in der Vollzeitanstellung und gleichzeitig aber angehende Gründerin. Das wird dann ein Jobtitel sein, oder? Wenn du das jetzt hinzufügen möchtest, du musst es heute nicht machen, du kannst überlegen. Einfach aber so, wenn du es machen willst, dann kann ich dir auch zeigen, wie du das machst, dass es halt keine Notification ist. Also mein Arbeitsumfeld weiß das, aber ich möchte das nicht das, unbedingt. Genau. Bei mir in meiner Leben hat sich das so entwickelt, dass ich eigentlich seit meinem Studium auch auf Augenhöhe mache. Und natürlich habe ich während meines Studiums war ich Designassistentin für andere Unternehmen und so, aber das waren eher so, ich sag mal, Assistenzjobs oder Tutorin im Nachbarschaftsheim oder so. Und dann frage ich mich immer bei mir, ob ich das einfach rauslassen soll, weil es professioneller ist, dass ich nur mich als Gründerin oder Geschäftsführerin von auf Augenhöhe sozusagen positioniere und das wäre dann aber auch 10 Jahre, als hätte ich nichts anderes gemacht. Da bin ich immer wieder im Hin und Her, wie positioniere ich mich und was ist wirklich, was kommt an bei den Menschen da raus? Also was du beispielsweise machen könntest, ist, dass du einmal deinen Startup hast für 10 Jahre und dann machst du nur eine andere Berufserfahrung, wo dann irgendwie steht, selbstständig oder Personalassistenz und drunter schreibst du einfach, ich war in den letzten 10 Jahren in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen als Personalassistenz tätig, dass du halt nicht irgendwie 10 Auflistungen hast. Du kannst dir aber auch überlegen, welche dieser Erfahrungen sind wichtig für dich, sind vielleicht auch irgendwie im Zusammenhang mit deinen Startups, dass du dann nur ausgewählt vielleicht 2 oder 3 davon angibst, die dann auch so eine runde Geschichte quasi nochmal dazu erzählen. Weil ich habe genau das gleiche Ding, weil ich mache Coaching so auf persönlicher Entwicklungsebene und dann eben Mode und wir können 1:1 zusammen, das ist nicht das eine sozusagen ein anderer Ausdruck und das andere ist wo es eigentlich herkommt, würde ich sagen. Und das ist irgendwie, ich denke, ich weiß auch schon. Das ist auch schön für die Infobox. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das muss man aber ein bisschen erklären. Also ich stimme dir auch total zu. Ich finde es auch total menschlich, auch vor allem, wenn du dann ein Interview mit jemandem führst, das ist super, weil dann hast du diese ganzen Hintergrundinfos und kannst nochmal fragen, und wie war das denn damals so, bla bla bla. Aber ich fände schon gut, gerade wenn man so vielleicht wieder auf den ersten Blick widersprüchliche Sachen macht, ja, dass du dann vielleicht in der Infobox erklärst, wo ist der Zusammenhang. Also dass es nicht so ganz beliebig ist. Ne? Genau, weil für andere, also es sind ja einfach 2 verschiedene Branchen. Und für andere möglichst dann halt irgendwie so, kann sich nicht entscheiden, so, ne? Genau. Aber da kannst du ja guten Bogen machen. Das kannst du über Storytelling gut machen. Genau, also ich finde es immer inspirierend, definitiv. Also wir stellen ja auch selber ein. Und ich finde es total inspirierend, Frauen kennenzulernen, auch studentische Aushilfen, die einfach eine Vita haben, einen Lebenslauf haben, der nicht durchgeplant ist. Ja. Weil das spiegelt sich ganz oft natürlich auch in der Arbeitserfahrung A wieder und B auch natürlich im Charakter. Also insofern würde ich niemals sagen, das, was du gerade beschrieben hast, ein Lebenslauf ist durchgeplant, eine Person hat sich nur für einen Themenbereich interessiert, hat den immer weiter verfolgt.
ist das, was mir oder uns ins Auge springt, sondern ganz im Gegenteil. Also divers, vielseitig interessiert und ja, auch dann selber inspirierend sein können für andere Frauen. Ist das nur eine Bubble, wo wir, was wir gerade schon, oder ist das wirklich auch in der Wirtschaft, in der Realität so? Weil ich höre zum Beispiel auch ganz oft, was machst du jetzt eigentlich? Oder hast du überhaupt einen Fokus auf irgendetwas? Oder hast du überhaupt die Ressourcen? Und ich denke mir immer so, naja, mir geht's gut, ich hatte noch keinen Burnout und ich habe irgendwie noch eine Struktur. Na klar, wird man dann rausgenommen manchmal aus der Struktur und dann muss man aber irgendwie da reinfinden. Das passiert natürlich immer mal wieder. Ich frage mich halt immer nur, deswegen habe ich das auch ganz, wenn ich dann so andere Lebensläufe, also bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich andere Lebensläufe auf LinkedIn sehe, denke ich so, okay, die haben ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ist das jetzt besser, dass man sich da, wie soll man sich jetzt eigentlich positionieren? Und in meinem Fall ist das so, ich habe eine Hauptsache gemacht, aber ganz viele Untersachen, die irgendwie auch zu dieser, weiß man irgendwie manchmal nicht, wo man jetzt anlegen soll. Da ist natürlich jeder anders. Jeder hat andere Erfahrungen. Manche haben eher einen stringenteren Lebenslauf und andere nicht. Solche Fragen werden wahrscheinlich immer kommen. Wir können das anderen Menschen nicht verbieten. Da würde ich einfach dir als Tipp geben, wenn du eh schon diese Fragen kennst, überleg dir dann wirklich mal eine Antwort. Mhm. Bei mir kommt beispielsweise immer diese Frage, naja, aber du wusstest irgendwie nie, was du machen willst, oder? Du hast mal da beim Fernsehen gearbeitet, dann hast du im Sales gearbeitet, dann im Marketing. Wie kommt das eigentlich zustande? Und dass ich dann aber dahinter die Geschichte erzählen kann, ich war einfach immer wahnsinnig viel interessiert an Neuem. Ich wollte immer was Neues lernen und oft haben mir die Unternehmen das nicht geboten. Nach einem Jahr wurde es mir langweilig, weil das war immer gleich. Und deswegen habe ich mich dann für was Neues interessiert, was Neues beworben. Manchmal war ich auch nur Mutterschutzvertretung für ein Jahr und dann musste ich mir was Neues suchen. Aber dass ich mit dieser Geschichte dahinter drangehe, dass es dieses lebenslange Lernen war und dann auch um herauszufinden, was ich will, was ich nicht will und am Ende dann zu meinem Purpose gekommen bin. Dann habe ich die Geschichte auch dahinter, warum ich so viele verschiedene Dinge gemacht habe und vielleicht auch nur kurz irgendwo dabei war. Also sich selber auch da bewusst zu sein, was ist eigentlich meine Geschichte? Du musst dir nichts ausdenken, sondern einfach das bewusst machen und das bist dann du und das macht dich dann interessant und nicht, dass du den gleichen Lebenslauf wie eine andere Person hast. Das ist mein derzeitiges LinkedIn-Profil. Und dann wird an den Profilen gearbeitet. Wir haben uns einfach entschieden, ein Bewusstsein und eine Sichtbarkeit für Unternehmen und für die Gesellschaft zu diesen Themen auch einfach zu entwickeln und zu kommunizieren. Total gut, finde ich mega Ansatz. Und was ganz genau heißt inklusives Design? Ja. Was zum Beispiel so entwickelt, dass das auch deutsche Produkte machen. Ja. Wie ich mich finde, weil ich bin am Unity Academy gegangen. Ich glaube, das geht jedem von uns mal so, das geht auch mir mal so. Da habe ich euch ein paar Lösungsansätze für mitgebracht, wenn euch eine dieser Blockaden plagt. Ich fange an mit, ich habe nichts Wichtiges zu sagen. Da hat mir eine Bekannte, die auch auf LinkedIn sehr aktiv ist, einen Tipp gegeben, der heißt der warme Rücken. Und zwar hat sie bei sich auf ihrem Laptop einen Ordner, der heißt warmer Rücken. Und jedes Mal, wenn sie eine Nachricht bekommt, die irgendwie sagt, hey, das war total toll, was du da geteilt hast, da habe ich was von gelernt oder danke für deine Insights zu dem Thema, hey, bei dem Projekt hast du doch super gut gearbeitet, das war wirklich toll. Also immer, wenn sie so positive Nachrichten bekommt von ihrem Netzwerk, dann speichert sie sich die unter warmer Rücken und wenn dann mal wieder dieses Imposter-Syndrom reinkickt, dass sie sagt, komm, das interessiert doch eh keinen, was ich zu sagen habe, dann schaut sie da rein und sieht, hey,
Und wenn es nur eine Person ist, die ich mit diesem Post irgendwie inspirieren konnte und der ich helfen konnte, dann hat es sich schon gelohnt. Und das ist für sie dann nochmal darf man sagen, Tritt in den Hintern, dass sie sagt, komm, das mache ich jetzt einfach. Jede von euch hat eine Geschichte, jede von euch hat Erfahrung, jede von euch hat eine Meinung, die für andere interessant sein könnte, die in der andere sich wiederfinden. Also habt da wirklich auch keine Scheu, mal was zu sagen, was zu posten, denn wenn es immer nur die gleichen sind, die da draußen meinen, dass ihre Meinung richtig ist und dass sie posten müssen, dann ist die Welt ein bisschen weniger divers. Deswegen wollte ich euch einladen, da auch mal mit diesem Gedankengang reinzugehen. Dann gehe ich zuerst auf den dritten Punkt. Ich will es perfekt machen. Geht mir auch oft so, ich fange den Post an, dann lösche ich nochmal den halben Satz raus, dann mache ich hier noch einen Unterzu, dann vertagge ich die Person, dann nehme ich das wieder raus und denke mir so, oh Gott, nee, das ist jetzt immer noch kein Pulitzerpreis, kann ich nicht rausnehmen. Also da vielleicht mal die Perspektive wechseln. Wenn ihr Posts von anderen Leuten auf LinkedIn seht, geht ihr auch nicht mit dem Auge durch den Post, Moment, der Satz ist aber zu lang, da hätte sie das noch machen können, so. Also für andere, die sehen das viel, viel anders als ihr. Und es ist ja auch sehr schnelllebig. Es kommt der Post und darunter kommen andere Posts. Man scrollt sich dazu durch. Also dieser Perfektionismus ist eigentlich in dem Sinne gar nicht angebracht. Natürlich möchte man es gut machen, aber es muss nicht perfekt sein. Einfach mal was ausprobieren. Ihr könnt es im Nachhinein auch noch bearbeiten, wenn ihr euch doch nicht so wohl damit fühlt oder euch noch was einfällt. Ihr könnt es im Nachhinein auch wieder löschen. Aber die Perspektive, ihr würdet den Post einer anderen Person wahrscheinlich auch nicht so akribisch durchgehen und irgendwie be- oder verurteilen. Und das machen Personen mit euch auch nicht. Ihr seid ein Post, der auftaucht im Feed. Von dem her muss nicht perfekt sein, aber sollte irgendwie so ein bisschen Mehrwert bieten. Wer sind denn jetzt diese Personen, denen ich folgen kann? Habe ich ein paar Tipps mit dabei. Ihr könnt nämlich nicht nur Personen folgen, sondern auch Unternehmen, Hashtags. Von unserer LinkedIn-Redaktion werden regelmäßig LinkedIn-Top-Voices-Listen veröffentlicht. Das sind dann Listen mit Personen, die qualitativ hochwertigen Content zu einem bestimmten Thema posten, regelmäßig. Die Listen sind zum IWD zum Beispiel, bringen wir immer eine raus, Personen, die sich mit dem Thema LGBTQ beschäftigen, Sustainability, Gen Z, Achtsamkeit, Job und Karriere. Ich hatte noch den Black History, ganz unten Black History Month, haben wir jetzt auch gerade rausgebracht. Also schaut da mal bei dieser LinkedIn-Redaktion vorbei, das ist im nächsten Band hier LinkedIn News Dach. Und in diese Listen, die habe ich euch auch verlinkt, mal rein, wer die Personen sind, die da gute Inhalte liefern und fangt einfach da mal an, diesen Personen zu folgen, je nachdem, für was ihr euch interessiert. Ein paar Best Practices zum Posten. Authentizität, ganz wichtig. Leute, merken, wenn ihr was postet, wofür ihr euch nicht interessiert. Wir haben es vorher schon durchgesprochen, was sind die Themen, die euch interessieren. Wenn ihr darüber postet, dann merkt man das, dann ist da viel mehr Herzblut dahinter und dieses authentisch sein. Ihr wollt ja auch nur für was quasi bekannt werden und stehen, wo ihr auch dahinter steht und nicht irgendwie was posten. Dieses regelmäßig posten, das ist schon etwas, was einerseits auch vom Algorithmus unterstützt wird natürlich, wenn nicht nur einmal im halben Jahr was gepostet wird, aber auch von eurem Netzwerk, die dann eher euch dafür sehen und darüber bekommt ihr dann auch mehr Reichweite, wenn ihr einfach öfter sichtbar seid, sage ich mal. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Habt keine Scheu, ihr wisst nie, wann ihr das Netzwerk mal brauchen könnt oder wann ihr selber mal was zurückgeben könnt, denn Netzwerken ist immer auch ein Geben und Nehmen. Neben den Themen LinkedIn, Profil, Sichtbarkeit und PR hat Gabi außerdem auch Gästinnen mitgebracht. Ich bin Christina Marold, ich bin auch aus dem Team der Brigitte Academy und auch Redakteurin bei der Brigitte. Deswegen habe ich auch jetzt schon eine ganze Zeit mal mitgeschrieben. Ich habe auch schon so ein paar Startups oder Ideen, wo ich mir denke, okay, da muss ich dringend mal auf die Frauen zugehen. Also wenn ihr irgendwas pitchen wollt für eine Geschichte, wir suchen immer wieder interessante, auch gerade Gründerinnen-Geschichten oder wenn euch sonst irgendwie ein Thema einfällt, wo ihr sagt, oh Mann, da würde ich gerne mal was drüber lesen, was kommt gerade oder was bewegt mich besonders. Talk to me. Und dann geht ein intensiver Tag für alle zu Ende. Genau, einmal crazy Bild auf 3, 1, 2 und 3.
habe so ein bisschen drei zentrale Themen für mich im Kopf behalten. Und zwar einmal, dass man nicht zu perfektionistisch sein sollte, sich nicht zu sehr in Details zu verlieren, nicht zu viel Zeit für eine Story zu verschwenden, die vielleicht gar nicht so extrem wichtig ist. Wenn ich mich vernetze mit Leuten, dass mir deren Netzwerk auch eröffnet wird. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich überlegt, wer ist deine Zielgruppe und auf welchen sozialen Medien ist sie unterwegs. Und sich dann wirklich kanalspezifisch anguckt, welcher Content ist dafür der richtige, dass er zur Zielgruppe passt. Auch spontan sein zu können, also dass man nicht alles immer durchplanen kann. Also wir machen meistens Pläne für die nächsten Monate oder den nächsten Monat. Aber dass es auch teilweise Momente gibt im Alltag, im Gründungsalltag, bei denen man ein bisschen offener sein könnte und spontaner sein könnte. Content is everywhere. Weil warum mache ich das nicht? Warum poste ich Sachen nicht? Weil ich keine Ahnung einfach habe, was ich posten soll. Und jetzt mit dieser Einstellung, Content is everywhere, und dass wir bestimmtes Wissen in uns tragen, dass wir dieses Wissen auch teilen sollen, das ist eigentlich eine Aufforderung. Gute PR ist auf jeden Fall eine Kunst, die aus verschiedenen Bausteinen besteht. Also da gibt es eben Owned-Kanäle, es gibt Earned-Kanäle, es gibt ganz viele unterschiedliche Kanäle, und das gut hinzubekommen, ist schon echt eine Challenge. Was also am größten für mich war, ist es eben nicht zu denken, dass das eigene Gesicht, also das Stichwort Personal Branding, und auch die eigenen Gedanken unwichtig sind, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, was oft Frauen oder weiblich gelesene Personen betrifft. Das hat mich nochmal sehr ermutigt und bestärkt darin, dass das vielleicht auch manchmal spannend sein könnte. Was ich jeder Gründerin empfehlen kann am Anfang: Du bist das wichtigste Asset in deiner Firma, und auch wenn du jetzt sonst erst eine große Vision hast und noch gar kein Prototyp oder so, kannst du dich vermarkten, weil du kannst etwas und du stehst für etwas, und damit kannst du speziell auf LinkedIn auch super gut schon anfangen. Ich bin Laura und bin in der Agentur Fischer-Appelt, einer großen Werbeagentur in Deutschland, Kompetenzlead Media Relations. Heißt, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Medienarbeit, Story-Pitches und mit dem täglichen Austausch mit Journalistinnen. So, das heißt, wenn ich die BZ will, sage ich: Laura, ja, mach mal klar bitte. Genau. So, das ist der Weg. Ja, das ist erstes Kernthema, was in meinem Werdegang immer mir am wichtigsten war, ist immer authentisch bleiben. Jetzt ist es natürlich so, dass zum Beispiel bei LinkedIn oder bei den Medien sowas sich dann eben auch schneller verbreitet. Und man irgendwie mit so, habe ich das Gefühl, mit so positiven Messages nicht so viele Leute so gut erreichen kann. Wie würdest du damit umgehen? Also nur, um auf etwas zu springen oder auf etwas aufzuspringen, um dann die Coverage, also sag ich mal, die Berichterstattung zu bekommen, auch wenn sie dann negativ ist, würde ich auf jeden Fall von abraten. Kommuniziert nur über Dinge, wo ihr komplett dahinter steht, wo ihr auch souverän zu etwas sprechen könnt und sprechfähig seid. Weil sonst überträgt sich die negative Berichterstattung auch auf euer Startup nachher. Und dann habt ihr natürlich, wir haben schon von Imageaufbau, Imageerhaltung gesprochen. Und wenn ihr euch ein Image aufbaut, wollt ihr wirklich nur auf die Presse zugehen, wenn ihr stichhaltige Argumente habt, indem ihr eben was Negatives ins Positive umdrehen könnt und damit für euch nutzen könnt. Das, was ihr kreiert, bedenkt das. Seid souverän, und dann könnt ihr auch authentisch auftreten und hinter dem stehen, was ihr tut, und quasi das auch nach außen sehr gut vermitteln. Mein zweites Key-Learning, super relevant, erstellt ein Pressekit. Dort habt ihr alle relevanten Informationen über euch gesammelt drin, also über euch und euer Startup. Das heißt, eure Story. Warum habt ihr euer Startup überhaupt gegründet? Was ist eure Mission dahinter? Wer seid ihr als Gründerin? Und was ist überhaupt das Produkt? Das ist das, was in einem Pressekit auf jeden Fall stattfinden soll. Rund, also wirklich kurz und knapp. Gute Pressekits erhalten außerdem professionelle Bilder von euch als Gründerteam. Natürlich auch eventuell von dem Produkt, wenn es ein Produkt gibt. Von der Technologie kann man auch schauen, wie man da vielleicht ein Produktbild integrieren kann. Dann Zitate von euch vorbereiten, weil das sind Zitate, die dann Redakteure auch immer gut in ihre Texte einbauen können. Und mein drittes Key-Learning: Schaut euch genau an, was ist eure Zielgruppe und in welchen Medien findet eure Zielgruppe statt. Und schaut euch dann ganz genau an, in welchem Ressort wollt ihr überhaupt stattfinden. Ist es Food? Ist es Beauty, ist es Fashion, Nachhaltigkeit, und sucht euch dann die entsprechenden Redakteure raus, die ihr mit eurer Story ansprecht. Wenn es jetzt um eine Brigitte geht oder um eine InStyle oder eine Süddeutsche Zeitung, sage ich auch mal, ne, um nochmal Tagesmedien hier einzubringen, dann geht ihr eigentlich immer an das Sales-Team heran. Jetzt gibt es natürlich eine riesige Medienlandschaft. Woher weiß ich überhaupt, welche Medien es alle gibt und welche für mich relevant sind?
Ganz einfach, ihr habt ja schon eine Kommunikationsstrategie entwickelt oder auch schon eine Social-Media-Strategie, wo ihr schon definiert habt, welche Zielgruppe möchte ich erreichen und in welchen Bereich möchte ich. Möchte ich vielleicht eine Fachkommunikation machen? Möchte ich vermehrt auf Events gehen oder möchte ich vermehrt auf Frauen gehen? Je nachdem sucht ihr natürlich auch die Medien aus und erstellt eine Art Liste mit den Medien, die für euch am wichtigsten sind, weil sie am ehesten auf eure Ziele einzahlen. Und auch da natürlich schauen, was ich vorhin schon gesagt hatte, möchte ich den Endkonsumenten erreichen oder möchte ich in einen Fachbereich reingehen? Möchte ich zum Beispiel Marketeers erreichen oder möchte ich Leute aus der Lebensmittelbranche erreichen? Dann geht ihr natürlich auf andere Medien, als wenn ich jetzt die Endkonsumentin, die Brigitte-Leserin zum Beispiel, erreichen möchte. Also sobald ihr euer Startup, sage ich mal, gefestigt habt und bereit seid, an den Markt zu gehen, sind wir da oder bin ich da, helfe euch gerne, unterstütze euch gerne. Vielen Dank. Wir haben 2 Grad, es wird ein kalter Tag, aber kaltes Wetter ist gut. Und jetzt kommt gleich um 15 Uhr ein gewisser Herr und der wird sich für den Frohnachtsbaum interessieren. Ich hatte, sieht man das hier? Ja. Ich hatte eine angebrochene Flasche meiner Bulgogi-Marinade und ich mache mir jetzt um diese Uhrzeit das Leben nicht schwer. Die haben voll Spaß beim Schlittenfahren. Vielleicht gehe ich ja mal rüber und guck mal, ob ich da eine Tour mitmachen kann.